Du willst wissen, wie man diese Reaktionsgleichung ausgleicht? Dann bleib dran! Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Chemie echt fetzig! In diesem Beispiel reagiert Kupfer mit Sauerstoff und es bildet sich Kupfer-2-Oxid. Für das Ausgleichen dieser Reaktionsgleichung habe ich dir nochmal 3 Tipps zusammengepackt. Das Ziel unseres Ausgleichens ist es, von jeder Teilchensorte gleich viele Teilchen auf der Ausgangsstoffseite bzw. auf der Reaktionsproduktseite zu haben. Wir fangen an mit dem Kupferteilchen. Auf der Ausgangsstoffseite habe ich gerade ein Kupferteilchen vorhanden. Hiervor steht keine Zahl als Faktor, also ist das eine 1. Hier steht keine Indexzahl, also ist das eine 1. Und demzufolge rechne ich 1 mal 1 ist gleich 1. Ich habe also auf der Ausgangsstoffseite ein Kupferteilchen. Auf der Reaktionsproduktseite habe ich auch keinen Faktor und auch keine Indexzahl für Kupfer. Demzufolge rechne ich auch hier 1 mal 1 ist gleich 1. Die Anzahl der Kupferteilchen wäre jetzt ausgeglichen. Bei den Sauerstoffteilchen gucke ich auch wieder auf die Ausgangsstoffseite. Ich habe auch hier keinen Faktor, also kann ich dafür die 1 einsetzen. Aber ich habe hier eine Indexzahl, nämlich die 2. Ich rechne also 1 mal 2 ist gleich 2. Auf der Reaktionsproduktseite habe ich immer noch den Faktor 1 und für Sauerstoff die Indexzahl 1. Demzufolge rechne ich 1 mal 1 ist gleich 1 und demzufolge habe ich hier ein Ungleichgewicht. Ich muss also auf der Reaktionsproduktseite die Anzahl der Sauerstoffteilchen anpassen. Demzufolge muss ich die Reaktionsgleichung ausgleichen und das mache ich nicht, indem ich hier einen Index ransetze, sondern ich mache das, indem ich einen Faktor vor dieser ganzen Baueinheit einsetze. Ja, und wenn ich 2 Teilchen haben möchte, muss ich natürlich den Faktor 2 dort notieren. Das heißt also, dass ich den Faktor 2 auch für den Sauerstoff verwenden muss und demzufolge rechne ich Faktor 2 mal Index 1, weil daran ändere ich ja nichts, ist gleich 2. Ich habe also 2 Sauerstoffteilchen auf der Reaktionsproduktseite und damit habe ich den Sauerstoff ausgeglichen. Dieser Faktor 2 gilt nicht nur für die Sauerstoffteilchen, sondern für die gesamte Baueinheit und demzufolge auch für die Kupferteilchen. Ich berechne jetzt also Faktor 2 mal Index 1 sind 2 Kupferteilchen auf der Reaktionsproduktseite. Und demzufolge habe ich wieder ein Ungleichgewicht hergestellt. Ich muss also auf der Ausgangsstoffseite auch noch ausgleichen, indem ich hiervor die 2 ergänze, den Faktor 2 für die Kupferteilchen. Für die Überprüfungsrechnung bedeutet das jetzt, dass ich Faktor 2 für Kupfer habe mal Index 1, denn den Index verändere ich ja nicht, ist gleich 2 Kupferteilchen. Und somit habe ich richtig ausgeglichen, denn ich habe auf der Ausgangsstoffseite 2 Teilchen Kupfer. Und auch auf der Reaktionsproduktseite 2 Teilchen Kupfer. Das gleiche gilt natürlich für den Sauerstoff. Auf der Ausgangsstoffseite habe ich 2 Teilchen Sauerstoff und auf der Reaktionsproduktseite habe ich auch 2 Teilchen Sauerstoff. Danke fürs Zuschauen. Sei auch nächstes Mal wieder dabei, wenn es heißt Chemie echt fetzig.